Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabausch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video, in dem wir uns einmal das Entwickler-Q&A vom 30. Januar anschauen wollen. Dort hat der Game Director Ion Hasikostas zusammen mit dem Community-Manager Josh Allen nämlich einige Fragen aus der Community zur kommenden Erweiterung Battle for Azeroth und zu den verbündeten Völkern beantwortet. Einige der Dinge sind bereits bekannt oder waren auch schon im Vorfeld bekannt, aber wir schauen uns das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf mal ein bisschen genauer an. Das erste ist, was angekündigt wurde, nämlich, dass 4 weitere zusätzliche Charakterslots an alle Spieler vergeben werden, unabhängig davon, ob sie Battle for Azeroth bereits vorbestellt haben oder nicht. Mittlerweile ist diese Änderung auch in Kraft getreten und jeder Spieler sollte diese 4 zusätzlichen Charakterslots erhalten haben. Fangen wir mit den verbündeten Völkern an. Nämlich die Anforderungen und die Freischaltung, um diese zu spielen, sind accountübergreifend. Das wissen wir ja bereits. Und darüber hinaus ist es so, dass man eben einen Stufe 110 Charakter sowohl bei der Allianz wie auch bei der Horde benötigt, um alle Völker freizuschalten. Außerdem kam immer wieder die Frage auf, was denn mit dem Ruffarmen und den Erfolge abschließen denn in Battle for Azeroth ist. Muss man das immer noch dann machen oder fällt das dann weg? Und die Antwort ist ganz klar, ja, diese Anforderungen bleiben bestehen, auch wenn die nächste Erweiterung erscheint. Sprich, wer das Ganze dann noch nicht abgeschlossen hat, der wird wieder in die alten Gebiete von Legion zurück müssen, um beispielsweise Ruf bei den Hochbergtauren zu farmen, um diese dann eben freischalten zu können. Gehen wir weiter, nämlich kommen wir zu den Rassenfähigkeiten bei den verbündeten Völkern und ganz im Allgemeinen. Die Entwickler haben erklärt, dass sie versucht haben, in der Vergangenheit diese anzupassen, in dem Sinne, dass die Völker sich nicht mehr so enorm stark unterscheiden und dadurch eben Spieler sich gezwungen fühlen, diverse Völker zu spielen, weil sie eben einen stärkeren Damage-Boost haben als beispielsweise andere. Und ihrer Meinung nach sind sie da auf jeden Fall auf einem guten Weg. Klar, ein komplettes Balancing gibt es dabei nicht, sofern alle Klassen ein wenig Individualität beibehalten sollen. Aber eine Fähigkeit wird noch angepasst, nämlich der arkane Strom von den Blutelfen. Diese ist ihnen eindeutig zu stark. Der Teleportationseffekt von den leeren Elfen hingegen ist nicht wirklich eine große Sache für die Entwickler, denn es ist so, dass man keine direkte Teleportation hat, wie beispielsweise beim Blinzeln vom Magier, denn es ist so, dass man erst dieses Ding, diese Leere nach vorne abschießen muss und sie sich dann langsam nach vorne vorarbeitet. Man kann quasi sogar fast mit ihr mitlaufen und dementsprechend hat man dadurch nicht direkt einen sofortigen Mobilitätseffekt, sondern man muss das Ganze im Voraus planen. Auch kommt immer wieder die Frage auf, was denn mit den Dunkeleisenzwergen und den Zandalari-Trollen ist. Klar, Zandalari-Trolle kommen erst mit Battle for Azeroth, weil wir dort eben erst auf diese treffen. Aber was ist mit den Dunkeleisenzwergen? Diese sind ja eigentlich schon rund um den Schwarzfels und innen drin beheimatet. Aber auch diese werden erst mit der nächsten Erweiterung freigeschaltet, beziehungsweise wir werden die Möglichkeit haben, sie freizuschalten. Außerdem wird es noch weitere verbündete Völker geben. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die die Entwickler bereits forcieren und scheinbar schon in langer Sicht voraus geplant haben. So hat Ion Hasikostas nämlich verraten, dass eben eines der nächsten verbündeten Völker für die Horde die Draenor-Orks sein werden. Kommen wir zum nächsten Themenfeld, nämlich PvP in Battle for Azeroth. Und da ging es sehr viel darum, ob es Solo-Warteschlangen geben wird, also zum Beispiel für gewertete Arena-Felder oder eben RBGs. Und das haben die Entwickler ganz klar verneint, denn es würde auf der einen Seite den Unterschied zwischen gewertetem und ungewertetem verwischen und auf der anderen Seite, auch wenn andere Spiele diese Möglichkeit bieten, sind diese doch in diesem Punkt deutlich flexibler als WoW und momentan ist dies ihrer Meinung nach auf jeden Fall nicht machbar. Außerdem sind sie der Meinung, dass das Spielen mit Freunden oder Bekannten eben viel Tiefe in das Spiel bringt und darüber hinaus eben auch soziale Interaktionen, die sie persönlich für sehr wichtig halten. Weiter ging es dann auch noch mit den gewerteten Schlachtfeldern. Die Entwickler überlegen, ein 6 vs. 6 RBG einzufügen. Außerdem der Zuschauermodus in der Arena ist laut ihrer Aussage eingeschaltet. Und es gibt PvP-Talente, die in ihren Reihen nicht konkurrenzfähig sind. Da wollen sie auch ein paar, Alternativen schaffen bzw. das Ganze überarbeiten, aber nicht das komplette Talentsystem über den Haufen werfen. Außerdem werden die Prestigestufen laut ihrer Aussage nicht zurückgesetzt, sondern man wird in der nächsten Erweiterung einfach dort weitermachen können, wo man am Ende von Legion steht. Aber auch hier wird es noch ein paar Anpassungen geben, genauer ins Detail wollten die Entwickler hierbei leider nicht gehen.
Als nächstes wurde ein wenig über Inselerkundungen und die Kriegsfronten gesprochen, aber nicht besonders viel. Scheinbar gibt es hier noch nicht sonderlich viel zu erzählen. Nämlich, die Inseln und Inselerkundungen stellen eine sehr lukrative Quelle für das Azerit dar. Das ist aber eigentlich auch nichts Neues, denn dies wurde bereits auf der BlizzCon 2017 gesagt. Ein PvP-Modus, den es ja geben soll, also dass man eben auch gegen andere menschliche Spieler dort spielen kann, wird uns zusätzlich noch mit Ehre belohnen. In den anderen PvE-Schwierigkeitsgraden bei den Inselerkundungen wird es diese Form von Belohnung eben nicht geben, auch wenn man dort eben auf die sehr dynamische KI trifft, welche eben sehr listig auch agieren soll. Also sie soll beispielsweise nicht einfach nur einen angreifen, wenn sie einen sieht, sondern sie sollen durchaus auch den Rückzug suchen. Sie wollen versuchen, dass die KI eben das Terrain nutzt, dass sie hinterlistig agieren, dass sie versuchen, gegenüber dem Spieler einen Vorteil zu erhaschen. Dann wurden noch ein, zwei Sätze zu den Kriegsfronten gesagt, nämlich auch was wir schon bereits wussten, man soll sich das Ganze wie Warcraft 2 oder Warcraft 3 vorstellen. Im Prinzip ist es so, als würde man in Warcraft 3 mit einem Helden auf einer Karte umherlaufen und nebenbei eben noch diverse Gebäude bauen und Anhänger rekrutieren, die einen dann im Kampf unterstützen. Das letzte große Feld vom Q&A waren die Klassenänderungen, welche mit der nächsten Erweiterung natürlich wieder ein Thema sein werden. Manchmal ist es laut Ion Hasikostas durchaus wichtig, eine bestimmte Klasse mitzubringen und nicht nur einen bestimmten Spieler. Und dies ist tatsächlich sehr interessant, denn die Philosophie in den letzten Jahren war ja immer, dass die Klasse egal ist, sondern der Spieler dahinter wichtig ist. Nun sind sie auf jeden Fall auf der Meinung, dass dies nicht mehr immer der Fall sein sollte, sondern manchmal eben eine spezifische Klasse durchaus Vorteile mitbringen sollte gegenüber anderen, um diverse Situationen eben anders lösen zu können. Das Ziel von ihnen ist auf jeden Fall, dass sämtliche Klassen sich in der nächsten Erweiterung einzigartig anfühlen und es dann selbst zwischen den Spezialisierungen noch Unterschiede geben soll, damit man immer das Gefühl hat, anders zu sein als andere Klassen. Denn das Problem bei der Gleichschaltung von den Klassen ist durchaus auch, wenn man beispielsweise jetzt diverse Klassen hat, die einen AOE-Stun verfügen, dann werden die Spieler meistens eben die Klasse mitnehmen, die über den besten AOE-Stun verfügt. Die anderen Spieler könnten die Situation durchaus auch lösen, aber da ihr Stun vielleicht ein oder zwei Sekunden weniger lange hält, ist das für manche Spieler eben schon ein Grund, diese Klasse nicht mitzunehmen. Hier möchten die Entwickler also auf jeden Fall viel Arbeit reinstecken. Auf der einen Seite wird es ja so sein, dass diverse Spezialisierungen kaum Überarbeitungen erfahren werden, also ein paar Talente werden vielleicht verändert oder die Artefaktwaffenfähigkeit wird normal in das Zauberbuch aufgenommen, aber bei diversen anderen Spezialisierungen wird es ganz klar so sein, dass sie größere Überarbeitungen erfahren. Auf der einen Seite, um sie von anderen Spezialisierungen und Klassen abzugrenzen, aber eben auch, weil diese nicht so funktionieren, wie die Entwickler es beabsichtigen oder einfach enorm unbeliebt sind und überhaupt nicht gespielt werden. Laut ihrer Meinung sind da ein gutes Beispiel immer wieder der Überlebensjäger und der Dämonologie-Hexenmeister. In der Theorie sind diese gute Klassen und haben sehr coole Mechaniken, aber in der Praxis ist es eben so, dass diese kaum gewählt werden, kaum gespielt werden und man sie doch relativ selten sieht. Das war es soweit mit dem Q&A vom 30. Januar. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, insbesondere natürlich zu den Klassenänderungen. Das würde mich sehr interessieren, ob ihr das Ganze auch so teilt, wie die Entwickler es sehen. Und vor allem auch, was ihr von den verbündeten Völkern haltet, ob ihr die Freischaltung in Ordnung findet oder ob euch das schon nervt, das Sammeln vom Ruf. Und naja, vielleicht eure Ideen, was denn für verbündete Völker in Zukunft noch in das Spiel kommen könnten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.